willkommen zu einem neuen Farmvlog. Zwar, ich glaube, dem 18. Und zwar sind wir jetzt heute, den 15. Dezember, Mittwochmorgen, haben mal wieder Urlaub, auf dem Weg zum Händler. Und ja, wir werden was holen. Wir haben vorne dran das große 1,5 Tonnen Gewicht. Und ja, wir haben uns schon länger entschieden. Wir waren ja auch Schwabenschau wegen der Scheibenegge. Und zwar haben wir jetzt beim Händler ist eine Helix 450 als Vorführmaschine dort. Und wir werden die heute zum Testen holen. Und ja, dann holen wir die jetzt mal. Weil wir ja dieses Jahr schlecht bei der Trockenheit in Boden gekommen sind und überall, wo man gesehen hat, alle konnten mit der Scheibe oder viele konnten mit der Scheibenegge fahren. Zwar nur oben, aber das reicht fürs Auflaufen. Ja, dann haben wir jetzt uns ziemlich viel über Amazon, über die Kuhn, Höttinger. Was haben wir noch? Nochmal zwei andere haben wir uns mal informiert. Und ja, heute ist soweit. Unser Händler hatte am Wochenende Ausstellung. Da war die auch ausgestellt. Die Körner Helix 450. Und wir haben die schon länger im Blick. Und ja, werden die jetzt holen. Dann kommt heute Mittag der Händler und zum Einstellen. Und ja, dann wird heute Mittag noch durchgezogen. Mehrere Felder. Und ja, vier Felder sind es, glaube ich, oder so. Weiß nicht. Mal gucken, was wir durchziehen, ob es überhaupt funktioniert. Bei uns hat es in den letzten Tagen ziemlich geregnet. Aber die Scheibenegge wird am Freitag schon, hat jemand anders zur Vorführung bei sich. Und haben wir heute nur den Termin. Jetzt heute, gestern war es, gestern Mittag ist eigentlich trocken geblieben. Also nicht mehr geregnet. Und ja, dann sind wir jetzt demnächst da. Wir werden dieses gute Stück anhängen und dann heim, und am Mittag kommt auch nicht mehr einstellen. Und ja, wir haben auch uns eigentlich zum Testen, ja, testen wir alle, aber wir sind von der Körner ein bisschen eingetan, weil die Scheibenreihen sind ja x-förmig angeordnet, also nicht wie bei jeder in dem Sinne herkömmlichen Scheibenegge eine Reihe so und die dann andere Reihe entgegen, sondern das sind ja zwei Teile. Von der rechts ist so, also der rechten Seite, Klappseite ist vorne so und von der linken Klappseite vorne ist so und hinten ist natürlich dann x-förmig angeordnet. Und das ist das Einzige, was so ist von allen Scheibenherstellern. Und deswegen haben wir jetzt mal gesagt, die ist eh gerade in der Größe da, wo wir wollen. Und ja, dann werden wir mal testen. Bis. So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir haben das neue Monster hinten dran. Das merkt man schon ganz schön beim Fahren. Unsere Hydraulik, die spielt auch die ganze Zeit. Der hat ja. Das geht eigentlich. Ich hätte gedacht, der geht jetzt mehr hoch vorne. Wir haben ja vorne gerade das große Gewicht dran. Ja, wir haben die jetzt angehängt. Nein, keine Nachricht. So, jetzt gehen wir heim. Fahrverhalten ist eigentlich okay. Ja, heute Mittag, wie gesagt, runter zum Einstellen. Ja, dann sehen wir uns heute Mittag. Bis dann. Oh, wir sind jetzt am Feldrand. Zum Einstellen ist noch nicht da, aber mein Vater testet es mal selber.
ja, sieht ja nicht mal schlecht aus.